Hallo zusammen, wir gehen heute mal in einen Kinokuniya-Store rein. Das ist ein japanischer Bookstore, also ein Buchladen-Anime-Geschäft. Ja, da hättet ihr jetzt nicht mit gerechnet. Ja. Nicht wieder eine andere Burgerkette oder ein Supermarkt oder Walmart, sondern einen japanischen Anime-Bookstore. Witzigerweise ist mir gerade erst hier aufgefallen, nachdem ich aufgeschlagen bin hier vor Ort, dass das alles recht fest in asiatischer Hand zu sein scheint. Ja, da drüben ist ein Tofu-Haus. Da hinten ist noch was sich Dang Sung Sa nennt. Und ich hoffe, ihr erwartet jetzt keine richtige Aussprache dieser ganzen asiatischen Namen. Gut, das ist ein Verizon Store da hinten. Hier ist ein Revolving Sushi Bar, ja, russisch Sushi Roulette. Und Two Thai Street Eats, District 1 Saigon Street Food. Und da hinten gehen wir in diese Kinokuniya-Laden rein. Wir werden aber auch noch in den Daiso Japan-Laden reingehen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch gleich den Daiso Japan-Laden mit. Da hinten ist ein Ranch 99-Markt. Zu Ranch 99 habe ich ja mein eigenes Video gemacht. In Kalifornien, als wir da noch gelebt haben, hatten wir einen Ranch 99 um die Ecke. Und da bin ich auch mal reingegangen. Ich linke euch das Video gerne in die Videobeschreibung hier rein. Könnt ihr auch nochmal draufklicken oder euch es anschauen, falls es euch interessiert. Also in den Supermarkt gehe ich nicht nochmal rein. Ich gehe mal davon aus, dass der so ähnlich aussieht. Ja, hier ist noch Shaved Ice Cream. Rasiertes Eis. Nein, es ist halt so abgeschält. Ja. Hier Sansomi, Special Dessert. Ja, das werden wir jetzt nicht alles im Kung Fu Tea. Kriegst du gleich eins aufs Maul zusammen mit dem Tee. Hanabi Ramen, Seven Leaves Café. Ja, geil. Ja, ich war noch nie hier. Ich war noch nie in einem Kinokuniya Bookstore drin. Das ist eigentlich mein Hauptthema für heute, aber wir gehen, wie gesagt, noch in diesen Daiso Japan Laden rein. Daneben ist noch was anderes, Teso. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, was es ist. So, ganz kurz hier also zu diesem Laden. Das ist eine japanische Buchkette. Das ist, soweit ich gelesen habe, wohl auch die größte japanische Buchhandlung in Japan. Und die sind 1969 bereits in die USA expandiert. In San Francisco war damals die erste Location. Und seitdem haben sie, 20, 30 Filialen in den USA, 4 in Texas. Das ist so eine der neueren Filialen auch, die es in den USA gibt, in Texas gibt, sorry. Vielleicht auch in den USA, die hat wohl erst letztes Jahr eröffnet. Ja, ich kann euch jetzt natürlich inhaltlich nicht wahnsinnig viel zu den Dingen hier sagen. Wahrscheinlich klicken wie immer auch ein paar Leute, die nicht zu den regelmäßigen Zuschauern gehören, auf dieses Video, angezogen von diesem Anime-Thema, mit dem ich mich, wie gesagt, überhaupt nicht auskenne. Ja, und werden wahrscheinlich dann erzürnt sein über irgendwelche Fehlinformationen, die ich gebe, wobei ich wahrscheinlich gar keine Informationen dazu geben kann. Das macht es natürlich immer so ein bisschen leichter. Andererseits, wenn ich jetzt gar nichts erzähle und hier einfach nur mich umgucke, dann regen sich die regelmäßigen Zuschauer auf, dass ich ein Video hochgeladen habe, in dem ich nicht rede. Es ist natürlich eine schwierige Situation, in der ich mich ja befinde, ganz klar. Ja, genau, ich kann ja einfach nur kommentieren, was ich hier sehe, weil es halt sehr bunt ist und ich, wie gesagt, keinerlei Insider-Wissen jetzt habe zu diesem ganzen Thema Anime, Books. Ich war auch noch nie in Japan, ja, ich war in Hongkong und Taiwan. Ich war aber nie 1499, noch nie in Japan, von daher kann ich euch hier auch keinen Schwank aus der Jugend über meine vielen Japan-Reisen erzählen. Also alle Preise, wie ich immer sage in meinen Videos, plus 8,25% Sales Tax, die eben noch an der Kasse mit draufgeschlagen werden. 4,99 Discount Cat Warehouse. Hier sind weitere Tassen. Genau, Bücher gibt es natürlich auch. Das ist ja so das Hauptthema eigentlich von dem Laden. Das sieht hier ein bisschen verstörend aus. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur unwissend, was das Thema Anime und so weiter angeht. Ja.
Das ist doch hier der Charakter aus Saw oder so. Nee, sieht nur so ähnlich aus. Siehst du, jetzt fange ich hier schon wieder an, irgendeinen Müll zu erzählen. Ja, genau, guck mal, hier ein Typ mit der Badehaube auf. Von Sega. Was kostet das? 26,99. Ja, Hello Kitty. Ist vielleicht gar nicht Hello Kitty, oder doch? My Hero Academia X Hello 699. Doch, hier ist doch Hello Kitty ist hier drüben, aber also ist noch nicht tot, das Hello Kitty Franchise. Es lebt. Wow, one mini figure in each pack. Das kostet auch immerhin 8,25. Und dann gibt es Dragon Ball Z oder Z für 7,99. Und was ist das hier? Also die Insider unter euch werden es wahrscheinlich schon längst erkannt haben. Yamato. $75. Ja, vielleicht kriege ich einen Copyright Strike für irgendeine Musik, die ich vorher noch nie gehört habe. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Ich stehe jetzt hier halt direkt vor diesem Fernseher. Ein Tamagotchi. Ja, also die kennt man ja noch von früher. 24,99. Scheint auch noch nicht tot zu sein. Oder es ist halt so ein Special Item, was man nur hier bekommt. Laut Webseite kommen hier halt wohl auch Leute von all over the place, auch aus anderen Bundesstaaten her. Wie gesagt, es gibt 4 Locations in Texas. Diese hier ist eine davon. $156 oder sind es Yen? Yen wäre wahrscheinlich zu günstig. Genau. Ja, hier sind, das sind vermutlich Karten. Oder Release 2014, 150 Stück, 9,99. Ja. Ich komme hier gleich auf den Rückweg nochmal. Wir gehen mal auf der linken Seite weiter. Es ist recht leicht, den Überblick zu verlieren. Ach, das ist ja interessant. Guck mal, so Lamy Design Made in Germany. Diese Fülle hatte ich früher auch als Schulkind. $25 kostet sowas hier. Gibt es auch als Kugelschreiber. Und als eben Füller, ja. Die guten alten Lamy-Füller. Die hatte ich. Hatte so ein Ding in Weiß hier unten. Da kommen Kindheitserinnerungen wieder hoch. Ist egal, der ist da jetzt relativ fest drin. Hier sind 29,95 each Blu-rays. Okay, hier kann man nur mit Karte zahlen. Nicht mit Cash. Hier sind Magneten für 3,99 pro Magnet. So ein bisschen verstörend sind die Sachen ja aber teilweise schon, ja. Muss man jetzt mal so sagen. Aber vielleicht fehlt mir da jetzt aber auch so ein bisschen das Kulturverständnis gerade. Und the big picture, hier ist noch so ein Lamy für 75. Wahrscheinlich sind die Lamy-Stifte gar nicht so sehr der Grund, warum Leute hier auf dieses Video geklickt haben. Aber ich war jetzt ein bisschen überrascht, sie hier gesehen zu haben. Gehen wir mal hier nochmal drüben wieder lang. Hier haben wir aufgehört. Versuche ja alles zu zeigen, was es in diesem Laden gibt. Zodiac Unicorn. Zodiac Unicorn. 15. Was ist das hier? Tischuntersetzer? Vintage Posters. Nee, okay, Posters. Für 4,95. Vintage Posters. Sehen jetzt aber auch nicht unbedingt japanisch aus, aber wer weiß. Oh, geil, die Winkekatze. Guck mal, sogar 2 Winkekatzen in einem. Sehr romantic. Was muss man zahlen? 27 für so eine Winkekatze. Wie gesagt, plus 8,25% Tax. Hier ist auch noch so eine andere Winkelkatze. Und hier oben sind so Faltkarten. Die sehen natürlich auch ganz nett aus. Recht aufwendig gemacht. Kann man vermutlich zusammenfalten und dann eben so verschenken. Was ist das für 12,95? Es sieht aus wie verschiedene, mehrere Karten. Hier sind auch noch weitere Stifte, Füller. Ja, please do not touch, okay?
die Versuchung ist auf jeden Fall da. As long as we have shelf number, they're gonna scan the shelf number. Okay, ich gehe mal hier auf der Seite weiter vorbei. Also hier sind auch noch Leuchtturm, guck mal. Krass, guck mal so auf Deutsch. Leuchtturm 1917. Details machen den Unterschied. Das kommt jetzt wirklich unerwartet. Denken mit der Hand. Krass. Punktkariert. Dotted noch als Übersetzung unten. Ja, auch nochmal hier so auf Deutsch. Also es übersetzt auch nochmal. Schreiben mit der Hand ist Denken auf Papier. Sehr philosophisch für 21,95. Peter Pauper Press. Press. Könnte natürlich auch Peter Pauper Press sein. Interessant. Hier ist auch das Neuschwanstein-Castle, was man aus so einem Model-Kit sich zusammenbasteln kann. Was ist das hier? Ein Freshbox? Das sieht jetzt nicht nach Essen aus. Ideal for the under the seat in your car. Also man kann das halt unter seinen Autositz legen. Und dann hat man einen schönen Limonengeruch. Oder Zitronengeruch vielmehr. Was ist das hier? Parfum? Transformation. Mandarin, Tuberose, Amber und Earth, White Clay. Das klingt natürlich nicht so richtig appetitlich. White Clay, weißer Ton. Willst du nach Ton riechen? Ich traue mich auch nicht. Ich könnte jetzt hier mal draufdrücken und den Geruch beschreiben, aber ich lasse es lieber. Ja. Gut, hier sind auch solche Duftdinger. Das hat jetzt so ein bisschen in einer Nuna-Nah-Laden-Touch an sich, so das Ganze mit diesen Duftkerzen. Das wäre so ein klassisches Ding, was man da finden würde. Hier gibt es so S'mores Lipgloss. Interessant. Gut, schauen wir nochmal weiter hier in der Mitte. Ich gehe nochmal in den Mittelgang hier einmal lang. Hier gibt es auch weitere Stifte zu kaufen. Sehr viele Stifte. Okay. Ja, kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Noch mehr Stifte. Und noch mehr Stifte. Ja, hier drüben auch. Das ist auch eher Schreibwaren und auch so ein bisschen Messer, Cutter. Ein Stiftcase in Form eines Pinguins. Also eine Federmappe. Ganz korrekt auf Deutsch. Ja, hier sind auch hier, guck mal, ist auch zur Tinte für die Tintenfüller. Gibt hier richtig Tinte auf dem. Für, okay, hier gibt es auch noch verschiedene Pouch-Carrying-Bags. Okay. Und hier sind auch weitere Look, but do not touch. Gibt es auch verschiedene Figuren. Ich sehe hier leider keinen Preis, Leute. Vielleicht hier unten doch. Also die darf man bestimmt anfassen, ja. Die hier drin sind. Es ist 9,99 steht hier. Wenn das das gleiche ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, grows in just a few days, growing crystals, so wie aus dem Yps-Heft von damals. Guck mal, so ein Eraser in Form von einer Handgun und einer Patrone, das sollte man jetzt vielleicht den Kindern nicht so mit in die Schule geben. Es könnte als Aggression gewertet werden oder so. Color Papers, self-watering of animal tail. Let's grow pretty plants using animal with self-watering tail. Ach so, dann wird, ja, verstehe, hängt man da rein und dann wird da irgendwas bewässert über diesen Docht, der da drin hängt. Sonic Socken, auch Cocktailsocken. Verschiedene Hüte, das wäre doch auch mal was für ein YouTube-Video. Ja, hier so ein, kann ich mich mit so einem Hut zeigen im Video, so eine Mütze. Ja, verschiedene. Ah ja, die Squishmallows, da stehen meine Kinder auch total drauf. Also inzwischen glaube ich auch schon nicht mehr. Also das ist ja immer sehr kurzlebig.
20,99 €. Ist ein bisschen teurer als sonst. Vielleicht ist das jetzt aber auch eine Special Edition. Ich habe schon größere für weniger Geld gekauft. Bei Walmart natürlich. Ja, hier drüben sind halt solche Journals oder irgendwas in der Richtung, also Papier. Guck mal, A4 Papier sogar. Ich glaube, das habe ich aber auch mal, als ich einmal in so einem Daiso Japan Laden, weil wir gehen ja gleich rüber, habe ich da auch gesehen, A4 Papier. Gut zu wissen, wenn ihr A4 Papier braucht in den USA, dieser Laden kann euch damit aushelfen. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die auch A4 in Japan benutzen. Habe ich mal, bilde ich mir einmal gehört zu haben. Das würde natürlich auch dieses Gerücht unterstützen. So, jetzt sind wir eigentlich, ich habe ja einen Buchladen versprochen. Das sind jetzt tatsächlich die ersten Bücher, die wir hier sehen. Light Novel, Novels. Also Novel, der Roman. Ja. Ich kann euch jetzt natürlich nicht jedes einzelne Buch zahlen. 14,99 € kostet hier dieser Schmöker in Englisch, auf Englisch. Okay, das ganz ordentlich hier zurücklassen. Ja, genau. Ja, Buchladen ist schwierig. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich einen Rundgang durch einen Buchladen mache. Also so einen in Anführungsstrichen normalen Buchladen, solange es sie noch gibt. aber irgendwie dachte ich mir, ja, es ist schwierig. Ja, dann stehst du vor so einer Wand von Büchern. Was willst du sagen? Ja, hier oben sind noch weitere Figuren. Gone. 29,99 €. So als Preisorientierung. Ja, okay, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche seltenen Besonderheiten, die ich jetzt nicht sehe, an denen ich achtlos vorbeigehe. Ich habe ja die Zuschauer bereits darauf vorbereitet, dass ich nicht viel zusagen kann. Ja, genau. Ja, hier gibt es aber auch recht aufwendig gemachte Figuren. Ja, kann man jetzt nicht anders sagen. Und der kostet hier aber auch schon 70. Ja, wie gesagt, kann ich jetzt gerade. Ich laufe mir hier vorbei, dass ihr vielleicht irgendwie auf Pause drücken könnt, wenn ihr Bock habt. Family Guy ist auch. Er sieht fast so aus. Nicht so ganz, ja, schon klar. Ja, das ist hier die Außenwand. Das sieht ja auch irgendwie Stop Talk to the Hand mäßig aus. Boah, ist auch riesig hier, dieser Karton. Das kostet dann auch schon $88, okay. Ja, hier sind, was ist das? Das bin ich mir gar nicht sicher. Bandai, ist es ein Puzzle? Ist es wahrscheinlich ist es ein Bausatz, okay, got it. Für 22, dieser hier. Mal richtig einsortieren hier wieder. Ja, das sind wohl Bastelbausätze. Okay, hier ist noch ziemlich viel in der Mitte, was wir jetzt nicht gesehen haben. Wird schwierig, jedes einzelne Regal abzulaufen, aber nur so ein bisschen als Überblick. Wie gesagt, wir wollen ja auch noch mal rüber rennen zu Daiso Japan und schauen, wie es da drin so aussieht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ich kann das gar nicht vergleichen, ob es sowas in Deutschland auch gibt oder im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich ja. Es ist ja die Frage, ob kleiner oder größer oder ob es komplett sich auf den Onlinehandel beschränkt oder kann ich echt überhaupt nicht einschätzen.
Ja, ich gehe jetzt hier auch mal so im Stechschritt auch dran vorbei an diesen Regalen in der Mitte. Das sind wie gesagt auch weitere. Ja, was sind das hier für in der Mitte für. Das ist echt schwer. Okay. Oh, One Piece. Achso, auch wahrscheinlich ein Boxset von vermutlich Büchern. Das kostet. Steht hier nicht drauf. Tut mir leid, steht nicht drauf. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr aufhalten damit. Hier sind noch weitere. Spiele oder Pin and Magnets. Na gut. Ich glaube, den Stapel hier in der Mitte, das Regal hier in der Mitte, habe ich noch nicht besucht. Das sind hier auch eher DVDs oder Blu-rays. Hier genauso. Also, ja, oder? Ja, sieht danach aus. 7,99. Nee, Comic. Doch nicht, sorry. Also ist ein Comic. PlayStation. Also ein Book, okay, gut. Ein Buch. Ja, okay. Hier gibt es noch irgendwelche Poster zu kaufen. Irgendwelche Replika-Blades. Also Samurai-Replika-Schwerter oder Samurai, weiß ich jetzt nicht. Schwerter auf jeden Fall. Gut, Leute, würde ich sagen, ich denke mal, es lässt natürlich viele Leute auch so ein bisschen unbefriedigt zurück, insofern, als dass man hier vermutlich, wenn man den Laden begehen würde, als Fan des Genres oder Interessierter zumindest, würde man sich wahrscheinlich hier hinstellen und Bücher rausnehmen und anschauen und so. Was ich jetzt hier in der gegebenen Zeit nicht machen kann. Wäre auch sowieso die Frage, welche. Ja. Insofern, wenn ihr hier in der Gegend seid, dann müsst ihr mal nach Carrollton, Texas, um euch die Sachen hier anzuschauen. Gut, Leute, würde ich sagen, bevor sich die Batterie komplett verabschiedet, haben wir es so weitestgehend gesehen? Und guck mal, sogar Tintenfässer hier richtig. Stationary, interessant. Gut, Leute, würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu Daiso Japan. Da drüben sind halt, wie gesagt, noch weitere Geschäfte. Hier sind ziemlich viele kleinere asiatische Geschäfte drin. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Das hier ist eine Bakery. Bäckerei ist ja was anderes in den USA. Es sind halt meistens, gibt es ja Kuchen, da schauen wir auch noch mal ganz kurz rein. Das ist ja ein interessanter Effekt auch in den USA, dass wenn sich irgendwo asiatische Geschäfte ansiedeln, dass sich dann andere asiatische Geschäfte ebenfalls ansiedeln. Und man dann irgendwann so eine Mall hat, die hauptsächlich aus asiatischen Geschäften besteht, was vermutlich an der Kundschaft dann liegt, die ja dann halt ein bestimmtes Einkaufsverhalten zeigt. Also was kostet 4 Dollar zum Beispiel pro Slice, so ein Kuchen kostet 36, 35, 36, 37 und da drüben kann man sich auch einen Kaffee kaufen und hier hinsetzen. Also wie so eine kleine Bäckerei. Aber eigentlich wollte ich ja auch zu Daiso, thank you, I got it, zu Daiso Japan. Hier drüben ist auch nochmal, ach nee, das ist der Daiso Japan Laden. Nee, Teso Life, okay. Teso Life.
Geil, guck mal, hier haben sie Bilder von Shopliftern. Hingestellt Shoplifters, guck mal. Krass. Haben sie öffentlich. Es würde wahrscheinlich in Deutschland Datenschutzbedenken auslösen, wenn hier so Shoplifter dargestellt werden. Wir gucken ja auch noch mal ganz kurz rein in den Teso-Laden. Interessant, hier sind solche Dinger. Ja Leute, der Laden ist ja auch riesig. Das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht alles hier innerhalb von einer Tour ablaufen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir laufen hier mal einmal durch. Hier war ich auch noch nie drin, da ist voll abgefahren. Also auch die Gerüche sind ein bisschen überwältigend. Das ist wirklich, als ob man 30 verschiedene Parfums und 30 verschiedene Reinigungsmittel zusammengekippt hat. Und so riecht es ungefähr jetzt gerade für mich. Dabei habe ich jetzt auch schon noch nicht mal den ausgeprägtesten Geruchssinn. Ja, lustig, der Laden. Also, was heißt lustig, aber irgendwie könnte ich mir, wenn ich jetzt die Augen zumachen würde und wieder aufmachen würde, könnte ich mir auch einreden lassen, dass ich hier gerade irgendwo in, weiß ich nicht, Japan oder Südkorea oder so bin. In Nordkorea nicht, ja, also das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Gucken wir jetzt so Sushi-Besteck, also Schüsseln und so. Ja, nicht schlecht, hier sind so Tassen und Karaffen, Kännchen, Kochware, die obligatorische Plastik-Schüsselware. So, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht hier reingehen. Jetzt bin ich schon wieder abgelenkt worden. Aber ist doch zu faszinierend. Passt aber auch natürlich in das Schema rein. Guck mal, die haben hier sogar Reinigungsmittel, die komplett auf, ja, was auch immer beschriftet sind. Ich gehe mal davon aus, dass es japanisch ist. Sieht für mich japanisch aus. Das Einzige, was ich einigermaßen auseinanderhalten kann, ist allerdings koreanisch. Da sehen die Schriftzeichen ein bisschen einfacher gemacht aus. Ja, hier gibt es auf jeden Fall recht authentische Sachen, würde ich mal behaupten. Das heißt, Sachen, die man jetzt in einem normalen Supermarkt nicht wirklich in der Form sieht. Also kein Wunder, dass hier so viele, Leute, guck mal, hier drüben ist sogar, sorry fürs Rumgezucke hier, aber ich bin gerade abgelenkt worden. Sapporo Light Flying IPA. Das sieht mir hier nach ein paar japanischen Wein- und Bierspezialitäten aus. Da, ja, das kennt man oder schon mal von gehört. Interessant. Alkohol dürfen sie nicht verkaufen, also Liquor. Insofern werdet ihr jetzt hier keinen japanischen Whisky finden. Habe ich mir aber letztens übrigens gekauft. Ja, ich bin ganz gespannt, den mal auszuprobieren, den japanischen Whisky. Aber da wir hier in Texas sind, dürfen die halt keinen Liquor verkaufen, keine Spirituosen über, was waren es, 17% oder 18%. Ich bringe es jetzt vielleicht so ein bisschen durcheinander mit der Schweizer Importgrenze für Spirituosen. Ja, it's all a mess. Ja, cool. Interessant. Hier sind noch hier Boba-Tea, Instant-Boba-Tea-Pack und so. Cool. Da würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Days of Japan, wie angekündigt. Days of Japan, habe ich auch nur ganz kurz reingelesen, ist eine Kette, die tausende von Läden hat. Hier sind die Shoplifter auch nochmal von drin. So. Go ahead. Also tausende von Läden weltweit. Also ich glaube, in Japan hat Daiso Japan, also dieser Laden jetzt, 3.620 Geschäfte oder weltweit, ich weiß es nicht mehr, aber sind sie ungefähr die Größenordnung. Und in den USA haben sie so rund 90, also ein bisschen weniger, gefühlt mehr. Also die eine Tür ist zu. Hallo. Ja, bei Daiso Japan war ich ja auch schon mal. Ah, lustig dekoriert hier. Also bei Daiso Japan war ich vor Jahren in Kalifornien einmal drin und habe da irgendwelche Plastikboxen gekauft. Ich habe irgendwie gelesen, dass das Ganze mal als 100 Yen Store gestartet ist, der japanische Dollar Store. Ich weiß gar nicht, wie der Yen aktuell so steht. Also ich habe gerade gar keine Vorstellung, aber wenn es mal ein 100 Yen Store war,
gehe ich mal nicht davon aus, dass es einem 100-Dollar-Store entsprochen hätte. Hier, guck mal, beantwortet sich fast so ein bisschen. 500 könnte natürlich, ja hier, USA, 500 Yen. Noch schnell zum Geldautomaten gehen, zur Bank gehen und ein bisschen Yen eintauschen. Ja, der Laden ist wahrscheinlich jetzt aber auch so ein bisschen so eine Quälerei für den Zuschauer, weil hier halt so viel merkwürdige Waren drin sind. Also Chair Socks, also Socken für Stühle. Ist ja natürlich ganz lustig, aber hält wahrscheinlich auch nicht so richtig lange. Ich nagel da ja immer noch solche Plastikstopper drunter oder Filzstopper, wenn es dann sein muss. Fahrradklingeln hier, geil. Das ist wirklich, guck mal hier, das Schloss, da sollte man so sein 6.000 $ Mountainbike in Berlin mit anschließen. Das ist ganz sicher. Oder mit dem hier, ist noch besser. Guck mal, mit dem kleinen, dünnen Gelenk hier. Geil. Also, da kann man vielleicht dann doch einfach wegfahren mit dem Fahrrad. Da gibt es einen kleinen Ruck. Und dann hat man kein Schloss mehr. Ja. Ja, cool. Ziemlich viel Kram. Also ich könnte mich jetzt hier natürlich auch stundenlang drüber auslassen, über das ganze Zeug, was hier verkauft wird. Das ist der Gipfel der menschlichen Kreativität hier. In diesem einen Laden vereint. Guck mal, ein Silikoncover für AirPods. Na gut, okay, das mag vielleicht noch Sinn sein. Ein Mini-Hardcase. Ein Socket-Plug-Holder. Um den Stecker, weil guck mal, das sind richtige Menschheitsprobleme. Der Stecker liegt hier einfach auf dem Boden rum, das ist nicht akzeptabel. Und jetzt kann man hier was rankleben an die Steckdose oder reinstecken, viel besser reinstecken und dann so durchziehen. Dann hat man zwar eine Steckdose weniger, aber man, dafür liegt das Kabel nicht auf dem Boden und wird von den Cockroaches angenagt. Ein Pon-Pon Light, in Klammern Egg, ja. Und in Klammern Moon, ach so, verstehe, ja, das ist die Differenz. Und Round gibt es auch. Die Differenzierung hier. Rabbit gibt's auch. Geil. Leute, also, ja, hier, guck mal, diese Plastikdosen und Pillendöschen kann man hier auch schon mal bei Daiso Japan recht günstig kaufen. Wobei ich jetzt hier keine Preise gerade dran sehe. Habe mich schon gefragt, wie viel Yen kostet das wohl? Ah, Leute, Buchständer. Na gut, hier wird's mir wieder schon zu vernünftig. Hole Punch, das kann man ja auch überall kaufen. Ja, so. Die Klimaanlage ist hier sehr kalt, übrigens. Interessant, gerade doch noch ein Unterschied. Also die beiden anderen gingen. Hier auch so ein Produkt, das ich auch noch bisher nicht wusste, dass ich es gebrauchen könnte. Aber jetzt, wo ich sehe, denke ich, da kann ich gar nicht mehr leben ohne. Wenn man hier so Plastikboxen hat, dann braucht man was, um diese Plastikboxen zusammenhalten, damit die nicht einfach so beim nächsten Erdbeben hin und her rutschen, sondern schön zusammengehalten. Hier, das ist Lego-Konkurrenz. Ich weiß nicht, das müssen wir mal dem Herrn der Ringe zeigen hier. Das kennt er wahrscheinlich schon. So, ich bin hier gerade eingekesselt von anderen Zuschauern. Der Kampf mit der Puffbox da gerade. Oh, guck mal hier. Sushi-Spielzeug. Plastikschrott. Geil. So ein hochwertiger Bagger, den kann man noch weiteren Enkelgenerationen vererben, mit Sicherheit. Naja, gut. Oh, hier, Maske. Krass. Und hier, guck mal, hier ist gleich, kann man gleich mit bezahlen. Mit 10.000 Yen. Wenn das denn Yen sind, gehe ich jetzt mal von aus. Weitere Plastikkisten. Ich weiß, das ist mega spannend. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht mehr einzeln drauf eingehe. Ein bisschen Crafting-Zeug. Ja, gut, warum nicht? Ja. Gartenbau, ne, Gartenlandschaftsbau, Gardening Support. Ich bin immer ins Home Depot gerannt dafür. Ja, gut, Gardening Support auch nicht so richtig spannend, sage ich jetzt mal. Hier kann man so ein bisschen Näh- und Häkelkram. Wäscheklammern, Bügel, Laundry Net, also Wäschenetze, Tüten. Was ist hier so? Also schon ziemlicher Rundumschlag, was das Thema Haushalt angeht. Hier ist auch so ein bisschen wieder leicht japanisch angehauchte
gehauchte Küchenware. Ja, Mensch, kann man sich ja ausstatten. Also das ist hier auf jeden Fall ganz gut für die Sushi-Erstausstattung. Tassen, Tupper, Aufbewahrungsboxen oder hier auch sowas. Ne? Das kann man Silikon-Skimmer-Droplet, also kann man ganz lecker über das Essen drüber legen. Wenn es so kocht, spritzt es nicht. Warum nicht? Also die denken an alles hier. So kleine Schaufeln. Drying Earth Scoop. Ich bin mir nicht sicher, was man da so mitmacht. Für den kleinen Hunger vielleicht hier Reis. So Reisschaufeln. Heute aber nur 2 Schaufeln zum Essen. Ja. Gut, Plastikeimer, Abzieher. Lintroller. Also so Abzieher für Katzenhaare und so. Gibt es hier noch irgendeinen krassesten disruptive Innovation? Es geht so. Verschiedene Pet-Bottle, Plastic-Bottle-Cleaner. Ach nee, das ist, damit kann man so Fensterrahmen oder Schuhe reinigen. Also alles Mögliche, ja. Fensterrahmen, Schuhe. Es hängt hier auch falsch. Komm, wir korrigieren das mal. Vielleicht werde ich bald hier auch ausgedruckt und hänge dann so an der Tür Employee of the Month, weil ich hier aufgeräumt habe. Ja, hier ist noch mehr Kücheninnovationen. Einweg, das kann ich in Deutschland nicht zeigen, Einwegzeug. Immerhin, guck mal hier, Bambus oder Holzstäbchen. Ja, hier wird es wieder so ein bisschen dröge, so mit ganz normalen Schüsseln. Barbecue-Zeug, hier Green Tea, ja. Ich kaufe selten Grüntee, aber wenn, dann kaufe ich ihn bei Daiso Japan, 16 Beutel für 3 Dollar. Und hier ist auch noch mal so ein bisschen Wasabi, Sojasauce und so ein bisschen auch schwermütige Musik, die hier gerade gespielt wird. Vielleicht auch zum einen depressiv, zum anderen mir die Monetarisierung zerstörend. I don't appreciate it. Ja, hier sind noch weitere Snacks, die offensichtlich Importware sind. Das ist so ein bisschen, weißt du, wenn der Deutsche in so einen deutschen Supermarkt geht und sagt, ah, guck mal hier, das Produkt kenne ich. Wahrscheinlich geht es den Japanern auch so. Vielleicht ist es aber auch gar nicht japanisch, sondern koreanisch. Hier sind auch noch weitere Getränks. Mango, Sangria. Also vielleicht ist es gar nicht Sangria, sondern was anderes. Und ja, ihr seht es ja selbst. Ume. Es war mal vermutlich das japanische Wort für, Scheiße, was soll das sein? Eine Feige, eine Pflaume, eine Aprikose. Naja, egal. Müsste ich nachschauen. Okay, hier in der Mitte, weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesehen haben, ist halt so ein bisschen so der Badezimmer, Pflegebereich, Lippenstift auch, Nagellack. Aufkleber, vielleicht bräuchte ich so einen Mickey Maus. Ach nee, ist ein Spiegel, ist kein Aufkleber. Nee, Wet Wipes, Lid. Guck mal, wenn du Wet Wipes kaufst, braucht ihr in Deutschland. Da gibt es ja diese Deckel nicht, die hier normalerweise bei den Wet Wipes, also Feuchtfischtücher, mit bei sind. Könnt ihr euch hier kaufen und draufkleben. Ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie lange das hält oder wie viele Durchgänge von Boxen es hält. Oder mal mit jeder Box einen so einen Mickey Maus oder Toy Story oder so, Lid, Deckel braucht. Oder auch nicht, weiß es nicht. Ja, okay, gut. Also, ja, das ist jetzt hier alles nicht mehr so richtig spannend. Sofern das andere dann überhaupt spannend auch überhaupt spannend war. Aber ja, okay, gut. Irgendwelche Kissen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal raus. Okay. Ja, cool. Da vorne ist die Kasse mit diesen üblichen Schlangenreihen, was wir ja ganz gerne hier haben in den USA. Habe ich in Deutschland so eigentlich auch noch nie so richtig gesehen, dass man halt hier durch so ein Schlangenmustergitter durchgeht. So, Leute. Würde ich sagen, haben wir es auch mal gesehen. Das waren die beiden Läden. Kino Kunja
und Daiso Japan und das 85 Grad Celsius Bakery Café. Das ist ja übrigens auch ein Aspekt, der mir gerade noch nicht so aufgefallen ist. 85 Celsius. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was bei 85 Grad Celsius außer Bakterien am besten gedeiht. Hefe vielleicht? Gute Frage. 85 Fahrenheit ist ja auch zu warm zum Wohlfühlen. Naja, hat bestimmt auch irgendeine Bedeutung. The Kicking Crab. Cajun Seafood House. Gut, Leute. Würde ich sagen, verabschiede mich an der Stelle. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.